Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Ausgabe von meinem Adventskalender. In der heutigen Ausgabe vom Adventskalender soll es unter anderem um das richtige Hören gehen beim Mischen. Das ist ja nicht unerheblich, denn wir mischen ja tatsächlich mit unseren Ohren, müssen also genau drauf hören, was wir da mischen. Und viele Mischer draußen in der Welt, also auch viele, viele Profis und auch ich, werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass wenn man mischt, dass man dann mit Referenztiteln mischen soll. Das bedeutet, dass man im Vergleich zu seinem Mix, den man gerade anfertigt, immer mal wieder die Perspektive auf einen anderen Song werfen soll. Auf, im Idealfall einen Welthit, einen guten Hit, einen Song, den du gerne magst oder von dem du vielleicht möchtest, dass dein Song ähnlich produziert und klanglich auch in diese Richtung geht wie dieser Song, dass du also vergleichen kannst. Das ist ungefähr so, als wenn ein Maler, sagen wir mal, das Gelb von den Sonnenblumen von Van Gogh hinkriegen will. Dann stellt er sich neben das Bild von Van Gogh und mischt sein Gelb so lange im Vergleich dazu hin, bis er das richtige Gelb hat. Und im Prinzip funktioniert es auch so beim Mischen mit Referenztiteln, dass man also immer im Vergleich hört und darauf achtet, was weiß ich, wie hat er die Bassdrum gemischt, so möchte ich das auch haben. Wie hat er die Snare gemischt, wie laut hat er die gemischt und so weiter, dass man wirklich vergleichen kann. Es geht nicht darum, da zu kopieren, es geht nur darum, eine Orientierung, einen Anhaltspunkt zu haben. Wie man das Routing dafür genau macht, das kann ich dir gerne mal in einem separaten Video erklären, wenn du da Interesse daran hast, wie man das Routing also in der DAW so macht, dass man sauber und problemfrei gegen seinen Referenztitel hören kann. Dann schreib mir gerne mal Referenztitel unten in die Kommentare. Heute geht es eher um das eigentliche Hören bei dieser ganzen Geschichte. Denn worauf soll man hören? Man hört natürlich auf die einzelnen Elemente, aber was ist am Ende des Tages tatsächlich wichtig bei dem, worauf man wirklich hören soll? Und ich bin auf die Idee gekommen, dass man einfach mal den Mix von seinem Referenztitel, dass man den ganz leise dreht, dass man den wirklich ganz leise dreht, so als wenn man quasi das Radio so ganz leicht im Hintergrund hören würde. Denn die Produzenten von diesen Hits, die man dann ja als Referenztitel nimmt, die haben ja vor allem das Anliegen, dass unter allen Bedingungen erkannt wird, dass es sich um diesen Song handelt, um diesen Hit handelt. Also werden die auch dafür sorgen, dass selbst wenn das Radio ganz leise im Hintergrund rumjuckelt, dass man die wichtigsten Elemente, die Kernelemente von diesem Song erkennt. Und die Kernelemente von diesem Song sind in der Regel natürlich, also ich glaube, meine Theorie, ne? Zumindest die Snare kann man meistens hören, also ein Rhythmusinstrument, auch ein Teil des Rhythmusinstrumentes. Dann kann man auf jeden Fall die Hauptvocals, also den Hauptgesang hören und meistens noch ein Melodie- oder ein Hook-Element, also irgendwie ein Wiedererkennungswert. Das sind die drei Sachen, die du selbst, wenn du den Song ganz, ganz, ganz leise wirklich an die Hörgrenze regelst, also wirklich so, als wenn das Radio im Hintergrund dudeln würde, wo du trotzdem jederzeit erkennen kannst, welcher Song da gerade läuft. Kannst das ja mal selber beobachten, wenn du das Radio irgendwo in der Wohnung ganz leise drehst und dich vielleicht ganz weit wegstellst, welche Elemente du von dem Song, den du gerade hörst, noch erkennen kannst. Und genau die Elemente sind natürlich auch die, die in deinem Mix wichtig sind. Das heißt, regel mal deinen Mix runter, hör ihn ganz leise und achte mal drauf, ob du wirklich die gleichen Elemente noch hörst in dem Mix. Weil wenn du die dann nicht hören solltest, dann weißt du, dass du sie definitiv noch ein bisschen lauter machen solltest, ne? Also das meiste, was dann verschwindet, ist, Bassdrum verschwindet ganz oft, Bass verschwindet, wenn es ganz leise wird, Flächen, Gitarren und so weiter, das verschwindet alles. Es bleibt tatsächlich bei diesem ganz leisen Hören nur das übrig, was wirklich die Kernelemente des Mixes sind. Und wenn du die identifiziert hast, dann ist es natürlich ein leichtes, dann auch dafür zu sorgen, dass die in deinem Mix auf jeden Fall auch weiter vorne stehen. Das heißt, beim Gegenhören gegen diesen Referenztitel mit minimalen Lautstärken kannst du sicherstellen, dass die Kernelemente von deinem Song auf jeden Fall dann auch am Ende des Tages vorne landen. So viel zu meiner Theorie zum leise Hören. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen helfen und vielleicht auch mal den Blickwinkel ein bisschen oder den Hörwinkel ein bisschen ändern, wie du auf deine Songs hören solltest, worauf du achten solltest. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Ausprobieren und falls du dich fragst, was dieser Riesenaufbau hier links neben mir soll, dann kann ich dir sagen, das ist für das Video morgen, denn morgen geht es darum, wie ich die Preamps von einem günstigen Audio-Interface mit einem echten ausgewachsenen Mikrofon-Preamp vergleiche und herausfinde, ob dabei wirklich ein Soundunterschied existiert. Also, wenn du darauf Bock hast, dann sehen wir uns morgen zu einem weiteren Kläppchen im Recording-Blog und ich wünsche dir auf jeden Fall vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.